Ich habe über 10 Jahre im Knast gesessen. Unschuldig. Für andere Leute, weil ich sie beschützt habe und teilweise nicht beschützt habe. Aber das Einzige, was ich habe, ist mein eigener Kopf. Und den brauche ich heute noch. Nur ich darf ihn heute nicht mehr benutzen. Für niemanden. Weil ich eben ein fremder Mensch bin. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und das geht nicht in meinen Kopf. Diese Knastrologen, komm, Kamerad. Die haben mich kaputt gemacht. Kamerad, trink einfach. Ne? Ich bedanke mich bei denen. Kein Problem. Wir müssen noch zusammenhalten, oder? Sonst machen die alle, die brechen uns alle. Danke, danke. Die machen uns alle kaputt. Aber das Einzige, was ich noch sagen möchte, was auf dieser Welt passiert, das akzeptiere ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil nur Reichtum zählt von anderen Leuten. Nicht für mich. Ich habe dafür gebüßt. Und für das, was ich nicht getan habe. Dankeschön. Und eins will ich dazu sagen. Irgendwann stehe ich wieder auf und will das wieder glatt machen, was die anderen verbrochen haben. So war mein Name Jassens heißt. J-A-S-S-E-N-S. Dreimal S. Das heißt SS. Und Frau Merkel, dieses kann baden gehen. Mit ihrer hübschen Tasche. Aber nicht mit mir. Proviant kriegt sie noch von mir. Im nächsten Leben fick ich eure Mütter. Wie ihr meine Mütter gefüttert habt. Wie immer. Das Amen in der Kirche. In 10 Jahren habt ihr mich gebrochen. Und jetzt seht ihr meine alten nackten Knochen. Was wollt ihr von mir? Gar nichts? Dann kommt zurück zu meinem Glück. Und dafür werde ich euch ficken. Ihr könnt für mich den Spruch erhalten. Jassens geht auf seinen Alten. Adios, amigos.